Ich befinde mich hier im Odenwald und es ist unglaublich, was man so entdecken kann. Dieses historische Gespann, auf dem ich sitze, ist Bestandteil einer phänomenalen privaten Sammlung, die auf drei verschiedene Hallen verteilt ist. Und die möchten wir Ihnen heute mal zeigen. Jürgen Röder hat ein unglaubliches Gespür und hat nicht nur solche historischen Dinge gesammelt, sondern es geht ja mittlerweile auch um das Thema Rennsport bei Bonovo Action. Die Seitenwagen-WM mit dem neunfachen Weltmeister Tim Reeves, das, was alles passiert ist mit diesem Bike hier in der letzten IDM-Saison von Jonas Folger, das Meisterschaftsbike vom Bonovo Action Racing Team, hier in der Halle natürlich auf der Pole Position an erster Stelle, mittlerweile ja die 94 in der Superbike-WM unterwegs. Also die Geschichte geht weiter und es gibt hier für Zweirad-Enthusiasten echte Schätze zu entdecken. Also ich persönlich habe sowas überhaupt noch nie in meinem Leben gesehen. Und das beeindruckt sogar Weltmeister wie Sandro Cortese, der ja auch schon so ein bisschen zur Familie gehört. Und der hat sich hier mal genau umgeschaut. Und da der Sandro viel mehr Ahnung hat als ich, macht es mehr Sinn, wenn er sich mit Jürgen Röder mal um die einzelnen Schätze, die es hier in diesen Hallen gibt, kümmert. Und das macht er. Und ich kann Technikliebhabern versprechen, da sind wirklich ein paar Leckerbissen dabei, die ich in meinem Leben noch nie gesehen habe. Viel Spaß dabei. Jürgen, das erste Wort, was mir eingefallen ist zu dieser heiligen Halle, war atemberaubend. Also ich habe schon vieles gesehen, aber sowas in einer privaten Sammlung zu haben, ist für mich wirklich einzigartig. Und die erste Frage an dich: Wie kam es dazu? Also, Also sagen wir mal so, es war bei mir schon immer eine Affinität zu Motorrädern da. Aber es kommt jetzt nicht der Gedanke, Motorräder zu sammeln. Du kaufst ein Bike, du kaufst ein zweites Bike. Plötzlich kommst du in eine gewisse Szene hinein, wo historische Bikes gezeigt werden. Dann sagst du, oh wunderbar, du fährst mal ein historisches Bike. Und es war ein Prozess, der über Jahre ging. Und die Bikes, die ich am Anfang hatte, gibt es heute nicht mehr in der Sammlung, weil der Schwerpunkt der Sammlung sich verändert hat. Es ist da ziemlich viel Bewegung halt ganz einfach drin. Es gibt drei Schwerpunkte, die Vorkriegsmodelle, dann Schwerpunkt Deutschland mit komplett BMW und dann halt Rennsport mit dem Bereich der Gespanne hier, mit dem großen Bereich der Gespanne. Und diese Bereiche gibt es, so hat sich das jetzt entwickelt, so hat sich das etabliert und so wird es weitergeführt von mir. Ja. Und gerade jetzt hier in deiner Halle, wir sehen ja viele Modelle, aber so die wichtigsten. Also können wir uns ja mal einfach in Ruhe ein bisschen anschauen, wo dir speziell wirklich am Herzen liegen. Also natürlich bestimmt jedes Einzelne, aber absolut, es gibt ja für jeden Sammler immer das ein oder andere Motorrad, wo man auch eine besondere Verbindung dazu hat. Also sagen wir mal so, ich bin ja, wie bekannt sein bekannt ist, Sidecar-Fan. Absoluter Verrückter, wie manche sagen. Insofern ist natürlich die Sidecar-Sammlung, wo man hier einen Teil von sieht, für mich wahnsinnig interessant. Wir haben hier Motorräder von Schauzu. Das ist noch komplett im Original. Das heißt, auch die Farbe, alles im Original. Das ist die letzte BMW-Königswelle, oder generell das letzte BMW-Motor, der die TT gewonnen hat im Gespann. Danach kam also kein BMW-Modell mehr zum Zug. Hier in der Königswelle oben aus den 60ern von Sepp Auerbach. Die beiden Gespanne vom Rolf Steinhausen hier. Mit dem wurde Rolf zweimal Weltmeister, mit dem Gespann hier. Hier mit dem war er Best Rookie in der TT in der 1970. Ganz besonders freue ich mich über das Gespann von Helmut Fahrt. Helmut Fahrt war ja eine Legende im Gespannsport in den 60er Jahren. Und starb leider Gottes viel zu früh, Mitte der 90er Jahre. Und das ist eines der Gespanne, was er selber nie fuhr, was aber nach meiner Recherche von Schau zugefahren wurde. Und was ein wunderschönes Teil ist, was man auch schon bewegt habe. Alle, das möchte ich betonen, die hier stehen, sind fahrfertig. Ah, okay. Also wenn wir jetzt wir drehen eine Runde. Genau. Dann, ja gut, wir brauchen eine gewisse Vorbereitungszeit, Sprit, Öl und so weiter. Sie sind trocken, aber sagen wir, sie sind alles so weit, dass sie gefahren werden könnten. Ja. Auch wenn man jetzt hier rüber geht, das sind die Maschinen 350 M500er Solos, die vom Walter Villa gefahren wurden. Jetzt weiß ich nicht, ob sie exakt das Motorrad ist, auf dem er saß und praktisch über die Ziellinie fuhr beim Weltmeistertitel. Aber mit der 350er wurde er Weltmeister. Mit der 500er hat er Rennen gewonnen, schon wurde aber nicht Weltmeister mit dem Motorrad.
Dann haben wir hier eine Legende im Gespannbereich, die Lucky Strike. Da Egbert Streuer und Geralde Haas wurden da mit dem zweimal hintereinander Vize-Weltmeister Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Und das ist also für mich eine der schönsten Bikes. Auch jetzt, sagen wir mal, von der Lackierung her wunderschön gemacht, ist wunderschön wieder hergestellt. Komplett bis auf den letzten Pinselstrich, original, so wie es damals war. Ich habe Egbert und Benny haben das beide jetzt renoviert und ich habe es direkt von beiden gekauft. Also da bin ich total glücklich, das zu haben. Dann hier eine Rarität, die gibt es so nur einmal. Das ist ein Motorrad, wo BMW einen Rahmen gebaut hat, die ihm mal in eine Rennserie gehen sollte, wo Rolf Steinhausen fuhr als Test, aber das wurde nie also umgesetzt in eine Rennserie oder sowas, sondern das blieb bei diesem Prototypen, der dann den Weg über Amerika hier zu mir fand. Also für mich auch persönlich die Lucky Strike, also wunderschön, das Design. Ja. Also das war so zu Anfangszeiten, als ich wirklich noch ein kleines Kind war, die ersten Erinnerungen, sei es in der MotoGP oder jetzt auch Sidecar, die Lucky Strikes, es war einfach eine wunderschöne Lackierung. Und sagen wir mal, mit dem Motorrad wurde noch in Assen zum Beispiel vor 100.000-150.000 Menschen Rennen gefahren. Etwas, was für heutige Motor-Rennsportfahrer aus dem Gespannbereich unvorstellbar ist, vor so vielen Menschen zu fahren. Und wir wollen jetzt ein bisschen was tun, damit wieder mehr Leute hingezogen werden zu diesem Gespannrennsport. Aber es ist ein langer und mit Sicherheit nicht einfacher Prozess. Ja, also. Ja, dann haben wir hier die wunderschöne 250er Rotmanns Honda. Tolles Gerät, ist direkt aus Japan, haben wir die importiert, also eine wunderschöne Maschine. Und da vorne die Honda, die 250er von Jochen Schmid, die er fuhr in der Weltmeisterschaft, die 16. Also auch eine absolute Rarität, flankiert von dem Motorrad von Lasse vom Partner, mit dem die in den 90er Jahren deutscher Meister wurden. Und auch eine wunderschöne Maschine, noch mit dem Original-Rennkombi von damals. Dahinter, etwas verdeckt, sieht man die Trainingsmaschine von Jonas Folger von diesem Jahr, also 2021, mit dem Oschersleben die Trainings gefahren ist. Also hier ist das Championship-Bike vom letzten Jahr? Genau, das ist das Championship-Bike vom letzten Jahr, mit dem er internationaler deutscher Meister wurde, mit Yamaha, also ein wunderschönes Motorrad. Fährt sich toll, laut Jonas, also ich bin es nicht gefahren, ich passe nicht so richtig ich kann's drauf. Ich kann es dir bestätigen, aber das fährt sich traumhaft, das Motorrad. Und es steht direkt neben der Kawasaki, die Martin Wimmer fuhr in der deutschen Meisterschaft in den 90ern. Und deshalb steht hinten Fahrt Memory drauf. Helmut Fahrt hier, den wir aus dem Gespannsport kennen mit der Fahrt 500, der hat für Kawasaki in den Anfang 90er Jahren die ganzen Motoren umgebaut, weiterentwickelt und so weiter. Insofern war das für mich als Gespannfreund auch eine tolle Sache, hier diese Solomaschine, wo Helmut Fahrt kurz vor seinem Tod noch mitgearbeitet hat, ausstellen zu können. Und dann haben wir natürlich hier noch das Weltmeistergespann von Tim Reeves. Tim wurde mit dem Gespann 1919, wurde er Deutscher Meister, internationaler Deutscher Meister und Weltmeister in Estoril. In Gold. In Gold, schön. Also vorausschauend lackiert, sagen wir mal so. Und hier haben wir noch den Originalanzug von 19 vom Tim. Und dahinter praktisch das Krauser-Motorrad, was in den 80er Jahren von Schwärzel gefahren wurde, was da steht. Und oben das Motorrad von Sepp Sattler, der ja heute auch noch in unserem Team fährt, wo er wo er deutscher Meister wurde mit. Das ist praktisch dann direkt vom Fleck weg gekauft worden. Und auch das grüne Gespann hat eine Legende, ist ein englisches Motorrad. Damit wurde es 1986 die Europameisterschaft gewonnen, die britische Meisterschaft und die TT. Damals konnte man ja noch mit einem Bike TT fahren und auch die Weltmeisterschaft, die Europameisterschaft. Heute mit diesen langen Bikes unmöglich, denn diese langen Bikes, so wie sie hier stehen, würden zerbrechen auf der Isle of Man. Deshalb gibt es für die Isle of Man jetzt, wenn Team kürzere fährt, wesentlich, die sind fast einen Meter kürzer. Okay. Und trotzdem schwerer. Ja. Also hochspannend, muss man ganz ehrlich sagen. Und mir macht es auch immer wieder Spaß, hierher zu kommen. Ich bin dann öfters, gehe ich mal hierher, setze mich hin, entspanne mich. Das ist was ganz Tolles. Ja. Das glaube ich dir. Und wir sind ja jetzt eigentlich nicht am Ende angekommen, nein, weil das war jetzt einer. Das war eins von drei. Genau. Und nachher geht es dann noch weiter
noch mehr Geschichte und da freue ich mich jetzt schon drauf. Das, was dann kommt, ist dann wirklich Großteil Vorkrieg. Teilweise auch Rennmaschinen, die mit dabei stehen, die dann hier ihren Platz nicht mehr fanden, die dann dort auch zu sehen sind. Dann würde ich sagen, dann schauen wir uns das mal in aller Ruhe an. Gerne, freue mich. Also mittlerweile bin ich mir endgültig sicher, dass die Sammlung hier von Jürgen Röder von Bonovo Action eine der einmaligsten auf der Welt ist. Egal, ob wir an die Rennmotorräder, an die Renngespanne denken. Hier sind wir jetzt gerade in der Abteilung Harley-Davidson, Indien und andere Schätze. Und die Schätze sind so unglaublich, dass mein technisches Wissen jetzt schon überfordert wäre. Allein die ganzen Details hier, die Beleuchtung an solch einem Harley-Davidson-Bike, unglaublich. Ja, und Sandro Cortese und Jürgen Röder haben noch ein bisschen was zu erklären. Und ich habe noch ein paar Sachen auszuprobieren. Jürgen, wir stehen hier an deiner privaten Tankstelle. Genau. In, denke ich, noch einem cooleren Museum. Also ich war vorher schon sprachlos. Da haben mir die Worte gefehlt und als ich hier reinkommen bin, habe ich gedacht, das geht nicht noch besser und das Ganze hat es dann nochmal getoppt. Also wirklich unglaublich. Ich habe es ja schon gesagt, wenn mein Papa da gewesen wäre, den hättest du hier gar nicht mehr rausbekommen, weil jedes einzelne Motorrad wirklich ein Schmuckstück ist. Und ja, ich bitte dich einfach mal, mich mal ein bisschen rumzuführen und mir ein paar Sachen oder ein paar Motorräder mal ein bisschen im Detail zu erklären. Also hier in dem Bereich, wo wir uns momentan befinden, sind also mehr die amerikanischen, englischen Motorräder. Und hier, wo wir im Moment gerade stehen, sind die ganzen Vierzylinder aufgebaut. Also wir haben die Nimbus, die einzige Motorradmarke, die Dänemark jemals hatte, ein Vierzylinder, also im Jahr 21. Dann die Zündapp, die Vierzylinder-Zündapp, eine Ariel Square 4, wunderschöne Maschine, eine Matchless Vierzylinder, dann Excelsior Indien von 1942, die ich selber einige Zeit gefahren bin, dann hier die ganze Kategorie der Indians bis zu Ace. Es gab ja dann diese Übergangszeit von Ace zu Indian, die Ace India, das ist die Zwischenmaschine, die fehlt mir leider noch. Also ich denke, es ist eine illustre Runde der amerikanischen Vierzylinder, die hier versammelt sind. Ausnehmen und englischen ausgenommen, die Zündapp, das ist natürlich keine englische Maschine, aber halt eine Vierzylinder. Ja, ja. Und wenn die Kamera gerade rüberschwenkt, dann haben wir noch die Pierce und haben die FM, beides Vierzylinder aus dem Jahre 1910, wunderschön anzusehen. Ich bin immer fasziniert von dem Engineering, was damals schon war. Ich bin fasziniert von den Fahrwerken und wenn man ein Motorrad sieht von 1910 mit Dämpfung, das sind 111 Jahre her, dass das Motorrad gebaut wurde, dann ist das für mich ein Schmankerl, ein technisches Schmankerl, das alles miteinander anzugucken. Also von daher wunderbar. Was wir hier halt haben, sind wunderschöne Harleys, die Knucklehead von 1938, so nur ein Jahr gebaut worden. Hier zwei 1948er Pens, eine im Originaltrim und eine hier in der restaurierten Variante, wobei ich mein Favorite ist immer, die im möglichst vielen Original drin. Es ist aber immer schwerer, wird es originale Maschinen zu generieren, weil viele, speziell in Amerika, wo viele Maschinen herkommen, die Leute der Meinung sind, man müsste jetzt hier Motorräder zu Tode restaurieren. No? Das heißt, hier vorne noch eine letzte Vierzylinder, die meiner Meinung nach eine Erwähnung wert ist. Das ist die Berliner Motorradmarke Windhoff. Ein Vierzylinder von Ende der 20er Jahre, 28, 29. Das Motorrad ist äußerst selten, weil es war so teuer seinerzeit, dass es kaum gebaut wurde und auch kaum Abnehmer fand. Und das ist komplett rahmenlos, der Motorblock trägt, ist ein Vierzylinder, fährt hervorragend, auch heute noch. Leider Gottes war es seinerzeit zu weit voraus, insofern gibt es vielleicht davon heute noch, keine Ahnung, zwischen 5 und 10 Stück, wenn überhaupt. Okay. Ja. Also von daher wunderschöne Maschinen, weitergehend. Dann hier die Indien aus dem Jahre 1916. Die Excelsior von 1916 und auf der Seite wieder sehen wir die 18er Original Harley-Davidson, die wir da aus einer Sammlung herausgekauft haben. Die war sogar hier aus einer Sammlung in Deutschland. Und was für mich wunderschön war, dieses Gespann von 1930, das stand in Norwegen in einem Foyer eines Herrenhauses. Als der Herr starb, hat die Frau gesagt, bitte hol diesen Schrott ab.
nehmt ihn mit und so konnte man das für kleines Geld generieren. Auch das ist komplett im Originalzustand, auch das Leder, Sie sehen, das ist ja leicht derangiert, aber das ist halt dieser Originalcharakter, das ist der Flair auch dieses Motorrades. Und das Interessante ist, komplett lauffähig. Perfekt, also ja, also, wunderschön. Also kann man oft dann nicht nachvollziehen, wie man so ein Motorrad schnell loshaben möchte, aber, ja, aber für uns Liebhaber... Gott sei Dank gibt es die Leute für uns Liebhaber, ja. Sonst kämen wir nicht so an solche Motorräder heran. Und das ist halt schon eine Ausnahme, an so ein Motorrad ranzukommen. Dann haben wir auf dieser Seite hier dann die, auch eine Excelsior wiederum stehen, aber jetzt etwas älteren Datums, Anfang der 20er Jahre. Ein wunderschönes Exemplar. Der Lenker etwas speziell, also ist gewöhnungsbedürftig, was das Fahren betrifft. Und auf der Seite geht es dann weiter mit einer Pope von 1910, ein Zweizylinder. Diese Pope, da bin ich ganz froh, dass wir sie haben, denn sie stand am Timmelsjoch und wie wir alle wissen, ist leider Gottes am Timmelsjoch das Gebäude abgebrannt und somit auch ein Großteil des Inhaltes dieser wunderschönen Motorräder. Das war ein Traum, ich habe mal selber angucken können. Da kommen dir die Tränen, wenn du siehst, wie sagen wir mal, dieses Material, was ja unwiederbringlich verloren ist, einfach dem Flammen zum Opfer fiel. Dort hinten eine Harley von 1915, nicht komplett. Ich suche seit Jahren die passenden Ersatzteile dann dafür. Aber sehr schwer zu bekommen auf dem Markt, auch auf dem amerikanischen Markt. Es wird immer schwerer, Ersatzteile zu generieren. Und da sind wir aber dran und hoffen, dass es noch irgendwas wird. Hier vorne noch eine 13er Einzylinder Harley. Und dann nähern wir uns mit dem Highlight eigentlich der Sammlung. Das ist eine 16er Harley, in dem Fall mit Seitenwagen. Eine 15er Harley, der Unterschied sieht man, die wird angetreten. Und die 16er wird dann schon angekickt. Auch die Farben, wunderschön. Ja. Also das ist Genuss, jedes einzelne Motorrad anzuschauen. Das ist ein Traum und das ist also praktisch, hier haben wir unsere 1914er Zweizylinder Harleys und jetzt kommen die Raritäten, eine 13er und eine 12er Harley im Original-Trim. Die 13er Harley ist aus einem Museum, das heißt, die war angemeldet bis 1924 und dokumentiert ab 1924 abgemeldet, stand im Museum, wir haben es aus Amerika gekauft. Und diese 1912er Harley Davidson ist nachgewiesen aus der Sammlung von Steve McQueen. Sie war damals in Rot lackiert, das war so ein Fable von Steve McQueen wohl, etwas rot zu lackieren. Das haben wir alles abgemacht und drunter kam praktisch dann das Original-Painting zum Vorschein. Wunderschönes Motorrad, natürlich mit entsprechender Historie. Und dann die 1911er Harley, auch dokumentiert, ein Original. Von denen gibt es noch 7 dokumentierte Motorräder und ein Motor. Insofern bin ich besonders stolz, so ein tolles Motorrad hier in der Sammlung zu haben. Das ist natürlich 11, 12, 13, 14, 15, 16, ist in der Komplettheit eher selten. Also ich bin, wie gesagt, sprachlos, so eine Kollektion sehen zu dürfen und auch wirklich ein riesengroßes Dankeschön, ja, bitte, gern schön, von meinerseits, dass mir hier mal in deine privaten Das nächste Mal kommst du mit deinem Vater vorbei, komm, dann nehmen wir vorbei. Uns Zeit und dann kann er sich die gesamte Halle anschauen. Das dauert dann länger als einen Tag, weil ja, kein Problem. Das wirklich ist, unglaublich. Das ist überhaupt kein Problem. Hier hinten haben wir dann noch Indians stehen. Interessant auch Indien Mabeco. Mabeco, auch ein Berliner Motorradunternehmen aus der 20er Jahren. Die haben Indien kopiert, wurden von Indien verklagt, unterlagen im Prozess und sind dann, glaube ich, so um 1926 in die Insolvenz gegangen. Man sieht. Auch wenig Motorräder gebaut. Leider Gottes, man sagte, Mabeco sei eigentlich das zuverlässige Motorrad. Ich kann es nicht sagen. Also das sind so das, was man so hört in Sammlerkreisen. Ja, also wollen wir uns noch nach oben begeben? Können wir gerne machen. Wir sollten vielleicht noch einen Blick drauf werfen auf die Indien, die hier vorne steht, von 1903. Das ist nach unserer Recherche die älteste Indien in Deutschland und die Nummer 300, die jemals gebaut wurde. Das ist ein sogenannter Camelback. Der Name kommt praktisch von diesem Höcker, der da hinten ist, wo praktisch der Fuel, also das Benzin eingefüllt wurde. Und das sieht im Prinzip eigentlich aus wie ein Fahrrad mit Hilfsmotor. Also wunderschöne, wunderschöne Maschine. Leider nach meinem Geschmack überrestauriert, aus Amerika kommend, aber trotz allem wunderschön.
Und jetzt können wir gerne den Weg nach oben beschreiten. Also hier gerade, wenn wir jetzt um die Ecke kommen, hier ist die Ecke der Flying Merkels. Merkel, also es hat nichts mit unserer Bundeskanzlerin zu tun, sondern es gab einen Herr Merkel, es war ein Deutscher, der wanderte aus nach Amerika, hat vereinfacht ausgerückt ein Unternehmen gegründet, das Motorräder baute und hat also die sogenannte Flying Merkels. Dieses Orange ist die Originalfarbe von denen. Hier haben wir sie in Einzylinder, Zweizylinder, alles aus dem Jahre 1910. Und das ist die, da gab es mal 5 Stück von. Eine silberne, die zu einer Messe, meines Wissens in Detroit, wurde die hergestellt. Lackmäßig so hergestellt. Und das ist eine der wenigen, die das überstanden hat. Und die so von 3 Flying Merkels in einer Sammlung ist auch eher selten. Unglaublich. Also ja, es ist auch da wieder das Interessante. Hier sind Federn drin. Das heißt, das war hier hin heraus, das war eine Dämpfung. Also 1910 wohlgemerkt, 111 Jahre her. Also es ist schon Wahnsinn, was immer die... Immer wieder beeindruckt, was man... Ja. Was die da alles gemacht haben schon. Was man damals schon an Technologie eigentlich hatte. Das hier ist eine Vincent Black Shadow. Das ist unser Scheunenfund aus New York. Die wurde tatsächlich mit 14.000 Meilen in der Scheune gefunden in New York. Genauso in dem Zustand. Ist komplett unverbastelt, unverbaut. Und die konnten wir in Amerika direkt vom Finder mehr oder weniger dann abkaufen. Daneben eine Braff 680 von 1929, da wissen wir auch, wo die hinging, die ging nach Frankreich. Das sind Dokumente, das sind Bilder da, als sie übergeben wurde. Also ein wunderschönes Motorrad, Braff generell ist ein extrem elegantes Motorrad, auch sehr teuer. Wunderschöner Auspuff. Genau, ja, wunderschöner Auspuff. Und jede Braff war ja eine Einzelanfertigung gewesen, wenn man das so will, sodass es selten 2 Braffs gibt, die 100%ig identisch sind. Also es ist schon richtig spannend. Und dann haben wir hier fangen die Harleys an, 29, 27 und das hier ist eine Besonderheit, das ist ein Boxermotor von Harley-Davidson und zwar von 1923, ein liegender Boxer, also auch Harley hat sich am Boxer probiert, hat dann aber festgestellt, dass der hintere Zylinder einfach heiß wird und hat es nach einem Jahr aufgegeben, auch da gibt es ganz wenige Exemplare von und da bin ich auch ganz happy, eins zu haben. Und das ist ein Unikat, ich bin selber noch nicht gefahren, ich will es auch nicht probieren. Das ist ein 3-Sitzer-Motorrad, also hier sitzt der Fahrer in der Mitte oder kann in der Mitte sitzen, rechts und links die Passengers, hier sind ja die Bilder, die da abgebildet sind, also ich denke auch da, das waren wahrscheinlich alles Trial-Fahrer, die also einen hohen Gleichgewichtssinn hatten, weil also ich wollte es nicht fahren. Also, und das, sowas da gab's auch persönlich Zulassung. Auch noch nie gesehen. Nee, das habe ich vorher auch noch nie gesehen gehabt, aber es gibt hier Patentschrift. Also der Fahrer sitzt, kann in der Mitte sitzen. In der Mitte. Mhm. Und links und rechts? Warte mal, da haben wir ein Bild. Da sitzt der Fahrer hinten auf dem Höcker. Also bequem, stelle ich mir jetzt anders vor, aber scheinbar ging es. Und dann kommen wir hin. Die Geschichte zum Gehen. Dann nochmal jetzt 23er Harley, eine 20er Harley. Und der 25er, 20er und 25er Harley sind also komplett original. Man sieht es auch, hier sind halt Beulen drin und so weiter. Aber das gehört halt zum aber Leben eines Motorrades. Aber ich finde es auch, genau dazu, so ne? Sollte eigentlich so ein altes dass Motorrad sein. Sowas passiert. Ne? Die Geschichte, die Kratzer, die erzählen ja schon, was mit dem Motorrad alles passiert ist. Ich meine, auch das Motorrad ist ja nun fast 100 Jahre alt. Hat einiges erlebt, könnte läuft einiges erzählen. Mit Vorbereitungszeit, die haben natürlich keinen Sprit drin, teilweise ist Öl abgelassen und so weiter. Es müsste wahrscheinlich neue Dichtungen drin, wenn die eine Weile stehen. Aber sagen wir mal, vom Prinzip her lauffähig. Ja. Sind alle laufend abgestellt worden. Ja, nach dieser ganzen amerikanischen Geschichte, Historie, gibt es auch was Europäisches, vielleicht sogar ein deutsches Fabrikat, was bei dir noch in den Hallen schlummert? Also sagen wir mal so, ich bin ja bekanntermaßen BMW-Fan, schon immer gewesen, auch bevor wir jetzt in der World Superbike mit Jonas mit BMW fahren. Von daher haben wir eine umfängliche BMW-Sammlung hier und deutsche Motorräder aus der Frühzeit der Motorradgeschichte. Ich würde einfach sagen, lass uns mal hingehen und uns das Ganze angucken. Dann ab nach Deutschland. Ab nach Deutschland. Ja, vielen Dank, Sandro Cortese und Jürgen Röder. Aber es geht noch weiter. Ihr habt es ja gerade angesprochen.
Wir sind hier in der Abteilung Deutsche Bikes und ich sehe hier die Baujahre 1928. Das hier, das Bike, auf dem ich sitze, ist die allererste je gebaute BMW. Und die befindet sich hier bei Bonnevoy Action bei Jürgen Röder in den Heiligen Hallen. Allein wenn ich mir nebenan die Rennmaschine mit der Startnummer 2 angucke und mir als Rennsportreporter vorstelle, dass die Herrschaften damit zum Beispiel auf der Isle of Man Rennen gefahren sind, meine Güte, und dazu würde ich gerne auch noch mal Sandro Cortezes Meinung hören. Und die ist sicherlich interessant. So interessant wie diese unglaubliche Ausstellung. Das waren zwei unglaubliche Tage und ich habe nach wie vor sowas überhaupt noch nicht gesehen. Und ich bin ehrlich, auch nicht erwartet. Und ich denke, Sandro, du auch nicht. Jürgen, ich bin geplättet. Also die zwei Hallen davor, wirklich unglaublich wunderschön, so viel Geschichte. Und jetzt mit dir hier zum Sitzen und die ganzen BMW-Motorräder anzuschauen und da nochmal wirklich die deutsche Motorsport- oder Motorradgeschichte zum Fühlen, für mich einfach unglaublich. Und das hat auch was Beruhigendes. Also du hast mir gerade vorher erzählt, manchmal kommst du hier einfach her, genießt die Ruhe und liest ein Buch. Also man braucht gar nicht in Urlaub zum Gehen. Einfach, denke ich, perfekt ausspannen. Und ja, erzähl uns doch einfach noch ein bisschen was zu deinen BMW-Motorrädern. Also wie gesagt, vorab noch etwas, was der Entspannung dient. Ich habe in beiden Hallen kein Handyempfang. Das führt eigentlich dazu, dass ich für niemand erreichbar bin, auch für die eigene Familie nicht. Was manchmal auch von Vorteil sein kann. Aber sagen wir mal, ich bin hier wahnsinnig gerne. Ich gucke mir die Motorräder an und man sieht ja selber, wenn ich hier drüber gucke, man findet immer wieder neue Details, Feinheiten, liebevoll gemachte Dinge und so weiter und so fort. Wenn ich jetzt alleine hinter mir die Victoria, die KR1 sehe, interessant, man sieht es hier ganz klar, BMW-Motor, das war von 1921, hier hat BMW nur Motoren gebaut, noch keine Motorräder gebaut und liefert an Victoria die Motoren. In 22, 23 war das schon anders, die KR2 ist dann schon mit anderen Motoren, nicht mehr mit BMW-Motoren bestückt worden. Und dann kam ja 23, 24, wo der Eddie im Vorfeld saß, die erste BMW-Maschine, also das erste BMW-Motorrad dann raus, die R32. Und dann setzte sich das sofort. Und das ist so für mich eigentlich, was ich so unglaublich liebe, diese ganze Sammlung an BMWs, an Rohrrahmen-BMWs. Die gefallen mir mit Abstand am besten. Pressstahlrahmen kann ich mich persönlich nicht so mit anfreuen, aber auch die haben ihre berechtigterweise ihre Fangemeinde. Aber ich bin ein absoluter Rohrrahmen-Fan und habe im Prinzip eigentlich lückenlos alle Maschinen ab 23, 24 bis ins Jahr vor Krieg 1938 hinein. Und das ist, da bin ich wahnsinnig stolz drauf, dass uns das gelungen ist. Und ich sage bewusst uns, weil ich alleine habe es nicht gemacht, sondern ich habe hier Leute, Dealer, die das für mich alles organisieren, die das für mich strukturieren, die auch in meinem Namen teilweise Motorräder aufkaufen, sodass ich eigentlich als Sammler bis dato in dem Maße überhaupt noch nicht aufgetreten bin. Aber sagen wir mal, auch hier haben wir jetzt viele, außer den BMWs, noch Marken aus Deutschland, wie Victoria hier von 1905, ein wunderschönes Motorrad, Zweizylindermaschine, die Adler von 1905, wunderschönes Einzylinder-Motorrad. Man beachte hier das Detail der Dämpfung der Motorräder. Man hatte sich hier schon um Dämpfung Hinterrad, Vorderrad Gedanken gemacht. Und wenn man sich die Dämpfungen anguckt und erinnert sich an die Mountainbikes der 90er Jahre, dann sieht man doch gewisse Vergleichbarkeiten. Und da lagen ja nur halt mal 90 Jahre dazwischen. Ne? Und was ich auch immer wieder spannend finde, ist diese Gegenüberstellung unrestauriertes Motorrad, restauriertes Motorrad, da haben wir die Wanderer hier stehen übereinander, die BMWs hier stehen übereinander, einmal die restaurierte und die unrestaurierte Variante. Also das macht schon riesengroßen Spaß und die Motorräder sind im Laufe der Jahre immer mehr geworden. Man sieht, es wird immer komprimierter, immer dichter und man muss sich dann halt überlegen, wo setzt man weiter in Zukunft den Schwerpunkt hin, wo bewegt man sich, was sammelt man, was stößt man gegebenenfalls ab und so weiter und so fort. Aber mit Abstoßen tue ich persönlich mich wahnsinnig schwer, kaufen fällt mir etwas leichter, weil wenn ich dann einmal so ein Motorrad liebgewonnen habe, dann
ist es für mich unglaublich schwer. Es ist mir vielleicht nur in 3, 4 Fällen gelungen, überhaupt mich von etwas zu trennen. Und es wird mir auch in Zukunft nicht leichter fallen. Das glaube ich dir. Also ich bin hier reinkommen und nicht nur in diese Halle, sondern in den jeweiligen weiteren 2 Hallen und fand jedes Motorrad unglaublich. Und man spürt auch die Geschichte, was das Motorrad wiedergibt. Also sei es jetzt die unrestaurierten oder restaurierten, da ist gleich eine Verbindung da. Und sei es von den Rennmotorrädern oder jetzt auch die Straßenversion. Wir als Motorradliebhaber blühen da zu 100% auf. Und ich kann da voll mit dir fühlen, dass wenn man so ein Sammlerstück mal erworben hat, dass man das sehr, sehr ungern wieder abgibt. Ja, es ist wahnsinnig schwer. Dann hat man, mich haben schon viele Leute gefragt, was passiert denn, wenn du heute nicht mehr bist? Das ist aber eine Sache, da mache ich mir momentan noch keine Gedanken drum, denn ich erfreue mich in der Gegenwart an diesen Motorrädern, an diesen Gegenständen, auch an ihrer Ästhetik. Ich finde diese Maschinen, diese Motorräder wahnsinnig ästhetisch. Jedes Motorrad sieht anders aus. Diese Gleichheit, wie man sie heute teilweise hat, die gab es damals in der Form noch nicht. Und insofern ist es toll, diese Details zu sehen, gerade wo wir hier drauf gucken, die Victoria oder hinter uns diese Victoria, die KR1, wenn man da in den Motor hinein sieht, was da alles für Details sind, mit welcher Liebe und welchem Ingenieurverstand das vor 100 Jahren dann schon gemacht wurde, dann bin ich mal gespannt, was man über uns sagt in 100 Jahren, was wir an Motorrädern oder Vergleichbaren dann auf die Beine gestellt haben. Ob das noch so von Interesse ist wie die Maschinen heute. Und ich hoffe, dass die Sammlung selber ihren Fortbestand findet, zum einen. Und natürlich ist es in meinem Interesse, die Sammlung in ihrer Gänze weiterzugeben. Also jetzt nicht Einzelteile daraus zu verkaufen, sondern das in ihrer Gänze zu erhalten, der Nachwelt zu zeigen und einfach die Schönheit dessen, was vor langer Zeit schon erstellt wurde, erhalten bleibt. Das ist eigentlich so mein Ziel. Aber ich bin ja noch jung, ich habe ja noch einige Jahrzehnte und von daher, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mir über diese Themen noch keine Gedanken gemacht. Aber die Zeit wird kommen, wo man sich auch darüber Gedanken machen muss. Ja. Also ich bin mir auch sicher, dass du noch viele, viele Jahre das Ganze genießen kannst. Und nochmals vielen, vielen Dank bitte. Für die wunderschönen Einblicke. Sehr gerne. Nicht nur hier, sondern auch in deinen anderen Hallen, weil ich persönlich habe sowas noch nie gesehen. Habe schon wirklich schon viele Jahre in der Motorrad-Weltmeisterschaft verbracht, viel rumgekommen. Aber sowas in einer privaten Sammlung sehen zu dürfen und auch mal die Möglichkeit, so hinter die Kulissen zu schauen, hat mir viel bedeutet und bin sehr, sehr dankbar. Und ich hoffe, dass wir mal wieder in so einer gemütlichen Runde zusammenkommen und über Motorradgeschichten philosophieren können. Ich bin mir da relativ sicher, dass wir uns trotzdem nicht aus den Augen verlieren werden. Schon aus der Tatsache heraus, du bist in der World Superbike aktiv, wir sind in der World Superbike aktiv. Aber ich denke, zum privaten Relaxen einfach mal vorbeikommen, dann mit deinem Vater natürlich. Auf jeden Fall. Also wenn ich das und dann das hier genießen, zu jeder Zeit immer, überhaupt kein Problem. Ja, es waren 2 unglaubliche Tage, die wir hier erleben durften in den 3 verschiedenen Hallen von Jürgen Röder mit seiner unglaublichen Sammlung. Aber es stehen auch relativ normale, alltagstaugliche Motorräder hier und das Ganze hat seinen Grund, denn die Leidenschaft fürs Thema Motorrad, Herr Röder, die kommt ja nicht von ungefähr, sondern die kommt auch in erster Linie durchs Selberfahren. Ja, also Sie sind jahrzehntelang auch selber gefahren. Genau. Unter anderem mal eine riesen Afrika-Tournee gemacht mit einer Maschine. Mal kurz erzählen, bitte. Ja, wir sind im Jahr 2011 mit befreundeten Ehepaar, sind wir praktisch von hier, von Frankfurt aus gestartet, sind dann über Schweiz, Frankreich, Spanien nach Marokko gefahren, sind dann 5 Wochen durch Marokko quer durchgefahren, bis runter in die Westsahara wieder hoch. Das war eigentlich einer der schönsten Trips, die wir gemacht haben. Wir haben dann aber auch Trips dann in Europa gemacht, auch in England gemacht, überall. Also von daher sind wir begeisterte Motorradfahrer, haben aber jetzt aufgrund der Krankheit meiner Frau doch das Motorradfahren eingestellt und haben uns auf 4 Räder jetzt beschränkt. Ja, aber die Leidenschaft fürs Motorrad wie auch für das Gespann, das ist nach wie vor ungebrochen.
Und jetzt konzentrieren Sie sich auf Ihre fantastische Sammlung, in die genau. wir tolle Einblicke bekommen konnten und eben auch aufs Thema Rennsport. Ja. Also die Sidecars, damit fing es an. Und dann eben jetzt Jonas Folger. Das wissen viele deutsche Fans gar nicht, dass wir das nur Bonovo Action und Jürgen Röder zu verdanken haben, dass wir überhaupt einen deutschen Rennfahrer in der Superbike-WM haben. Ich glaube, das eint uns beide. Die Leidenschaft fürs Gas geben, fürs Motorradfahren, die lässt einen nicht los. Ne? Die lässt einen nicht los, wobei ich dazu sagen muss, ich komme nicht aus dem Rennsport, sondern ich bin ein touristischer Fahrer, der sagen wir, Urlaubsfahrten gemacht hat. Aber komme nicht aus dem Rennsport, aber ich habe eine unglaubliche Begeisterung für den Rennsport. Und ich denke, die Leistung, die diese Rennsportler, egal auf drei oder auf zwei Rädern bringen, ist immens. Und wenn man sieht, wie am Ende eines Rennens sie den Helm abziehen, wie fertig die Leute sind und ich weiß, dass sie gut trainiert sind, dann weiß man auch, dass das sehr anstrengend ist und sehr konditionsraubend ist und dass das, was viele nicht denken, ein Sport ist, wie jeder andere Sport auch. Und du musst schwer dafür arbeiten und ein Jonas Folger trainiert hierfür, wie auch ein Tim Reeves, jeden Tag. Ja, das muss so sein. Und Sie arbeiten weiter an Ihrer fantastischen Ausstellung. Und ich bin mal gespannt, was wir nächstes Mal alles an neuen Modellen sehen. Also das war es von uns für diese Einblicke. Bonovo Action mit dieser wirklich unglaublichen Ausstellung. Und ich habe sehr, sehr viel über die Motorradhistorie gelernt jetzt in den letzten zwei Tagen. Es hat sich wirklich gelohnt, also wunderbar. Und bitte weiter verteilen, bitte weiter erzählen. Wir brauchen Klicks, damit wir weiterhin auch unsere Rennfahrer unterstützen können. Also schönen Gruß vom Bonovo Action Team. Ja, vielen Dank und Gruß an alle.